Immer nur diese Annäherungsversuche dann, ne? Schatz, hat die kleine Nette. Nee, was redest du jetzt mit mir? Verschickt und das passiert dann am Montag. Dann wird es alles in riesen Kartons dann nach Amazon versendet. Also unsere Ware wird dann von Amazon ausgeliefert, nicht mehr aus der Türkei. Das heißt, keine Zollgebühren mehr. Eigentlich ist es ja ein Vlog, aber ich muss es glaube ich trotzdem Werbung markieren. Was wir noch neu haben ist, so das ist jetzt hier die Esma Lüsner Kette, die hatte ich ja. Die Michael Engels Kette ist auch neu. So, okay, ich mache jetzt weiter. Ich bin da immer so ein bisschen pingelig. Bei mir muss alles perfekt sein und ich verkaufe auch nichts, wo ich denke, dies ist scheiße. Weil ich habe so viele Nachrichten gekriegt. Was ist das für Material? Das ist Sterling selber. Die haben wir selber gegossen, selber produzieren lassen. Sogar die Stecker und auch die Hinterstecker, die sind auch aus Silber. Viele fragen auch, wie ich das so günstig anbieten kann. Leute, die mit Amazon zusammenarbeiten, wissen, dass es arschteuer ist. Ne? Warum ich das so günstig anbiete, ist nicht, weil das Produkt so günstig ist, sondern weil ich werde nicht Ewigkeiten YouTube machen. Und das ist euch wahrscheinlich auch bewusst. Und ich möchte einfach, dass irgendwann, vielleicht wenn ihr das in 5 Jahren noch tragt, dass ihr dann sagt, oh, da war mal eine YouTuberin, die hat mal das und das gemacht und die habe ich immer sehr gerne geguckt. Oder dass ihr halt ein Stück von mir noch habt, falls es mich irgendwann nicht mehr geben sollte. Ich kann das ja nicht. Ich meine, 10 Jahre, ich kann es ja nicht. Wie lange soll ich denn das noch machen, ne? Dass ihr irgendwann noch ein Stückchen von mir habt und sagt, die Ohrringe waren von Ebru und ich denke gern an die Zeit zurück oder irgendwie so. Wisst ihr, was ich meine? Okay, wir haben jetzt hier noch einiges zu tun. Also ich hänge nicht nur jeden ganzen Tag zu Hause rum oder so, das ist, also selbstständig sein ist echt hart, ist wirklich hart. Und vor allem, wenn man auch noch ein Kind hat und das dann natürlich mitnehmen muss. Aber wir machen das ja gerne. Oh Gott, ich bin so betäubt. Es ist ja nicht nur Duty, wir haben auch noch die Eisdiele und die Saison beginnt und das wird alles ziemlich knapp. Dann haben wir noch YouTube und das ist alles nicht zu unterschätzen, ne? Schmeckt, ne? Ja, ich gebe auch mal sowas. Schmeckt ihm ganz gut. Das ist so Maeve Cocktail mit Stückchen. Ja, hier, nimm. Essen. Ja. Erhausen die Beine. Nee? Licht aus. Alles gut. Licht aus? Licht aus. Alles gut. Dankeschön, bitteschön. What the? Wir sind jetzt auf dem Rückweg nach Hause. Es ist schon relativ spät. Wir haben Hunger und Hamza schläft schon ein Glück. Der wird jetzt auch durchschlafen, hoffentlich. Und würde jetzt den Tag erstmal für heute abhaken, würde ich sagen. Yes, ich benutze das immer noch. Es gibt es mittlerweile auch in Türkei, aber eigentlich ist es derselbe Preis. Vielleicht sollte ich mal ein Schrank-Update machen, ne? Wenn ich Zähne putze, drücke ich Hamza auch immer die Zahnbürste in die Hand, weil ich möchte, dass er... Die Babys machen ja immer das nach, was sie bei den Eltern sehen. Die Aschkitor. Ich war in der Dusche und habe vergessen, mich abzuschminken. Ich weiß immer nicht, wo ich mit den Gedanken bin, aber irgendwie bin ich nicht bei mir. Hamza! Nicht Mamas Haare reißen, das tut doch weh! Das tut weh! Soll ich mal bei dir reißen?
Sag mal, wollten wir jetzt hier toben oder was wolltest du jetzt hier? Ah! Ich glaube, du bist ganz schön müde. Mama, Mama, Gigi. Gigi, Mama, Mama, Gigi. 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 So, hoch mit dir. Hoch. Nicht immer nur liegen. Hoch. Ja, super machst du das. Supi. Ah, deine Mutter ist echt durchgeknallt, haben wir. Ich habe mich doch jetzt wieder umgezogen. Ich mochte irgendwie das Hemd nicht mehr. Ich brauche dringend neue Klamotten. Also sowas von dringend. Ich kann diese alten Klamotten nicht mehr sehen. Und ich brauche was Frisches jetzt. Ganz fresh. Ganz schnell. Kennt ihr dies noch? Das ist ja schon 100.000 Millionen Jahre alt, ne? Ja, aber das gefällt mir eigentlich noch ganz gut. Aber manchmal so, kaufe ich mir zum Beispiel neue Klamotten und nach zweimal anziehen, finde ich sie schon wieder hässlich. Kennt ihr das so? Oder ist man dann einfach gelangweilt oder will man einfach dann wieder was Neues? Oder ich habe das auch ganz oft, dass ich die Sachen so geil finde und dann einem nach dem Anziehen oder dann zu Hause finde ich sie total hässlich. Ich, auf jeden Fall lasse ich meine Augenbrauen wachsen. Könnt ihr das erkennen? Bush. George W. Bush. Da muss ich jetzt einfach mal durch, weil ich finde die Form eigentlich ganz gut, aber irgendwie, keine Ahnung. Und ich muss mir eine Base bestellen und da wollte ich jetzt gerade mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall von MAC. Ich brauche auf jeden Fall eine neue Base und da wollen wir mal schauen, was die Kacke so kostet. 109 TL. Okay. Okay. Ja, ich finde es immer so teuer, wobei in Deutschland ist ja auch, ne? Aber ihr müsst es das so vorstellen, als würde ein Paintpot 109 Euro kosten. Volkswirtschaft müsst ihr wissen. Ein Türke verdient 1300 Kartoffeln. Ein Deutscher verdient 1300 Kartoffeln im Monat. Die 1300 seien jetzt mal dahingestellt, aber das ist so circa das Grundgehalt in der Türkei ausgezahlt. 1300 TL und bei euch 1000 TL Euro, aber gleichgesetzt mit, setzen wir das mit Kartoffeln gleich. Und wenn dann bei euch ein Paintpot 25 Kartoffeln kostet, kostet das bei uns 109 Kartoffeln. Ich hatte euch ja letztens meinen Einkauf in dem vorletzten Mitvlog gezeigt, wo ich sagte, das hat 50 Euro gekostet. Eigentlich hat dieser Einkauf 250 Kartoffeln gekostet. Also, versteht ihr, was ich meine? Es ist mega arschteuer hier zu leben, ohne Scheiß. Also, mein Mann will mich übrigens heute zum Essen ausführen. Ja. Der ist jetzt noch im Office. Der hat noch einiges zu tun dort. Heute bin ich nicht mitgegangen, hatte ich keinen Bock. Weil die Bude muss ja wieder auf Vordermann gebracht werden. Es ist ja immer dauerunordentlich, ja. Und Hamza liegt in seinem Bett. Jedem im Sinne. Und ich komme irgendwie zu gar nichts. Ich muss jetzt hier noch die Wäsche waschen. Schaut euch mal die Unordnung an. Einmal geschminkt. Ey, was ist das für ein Scheiß? Trick 17. Damit die Bettwäsche drinnen nicht verrutscht. Das mache nicht nur ich. Ich glaube, das machen alle türkischen Frauen. Geht die Bettwäsche dadurch nicht kaputt? Also irgendwie habe ich jetzt bis jetzt nichts. Aber ihr müsst natürlich vorsichtig sein, dass diese Dinger beim Schlafen irgendwie nicht aufgehen. Ne? Sollte ich den Scheißbezug hier einfach mal wechseln, wie ich es hasse. Wir haben ja auch eine große Bettdecke und nicht zwei kleine, wie das eigentlich so üblich in Deutschland ist. Man gewöhnt sich mit der Zeit daran und ich kann jetzt auch nicht mehr einzeln mit einer Decke schlafen. Das ist total komisch. Also ich liebe eine gemeinsame Decke. Na, das sieht doch gleich schon mal viel besser aus. Einige haben geschrieben, oh Gott, euer Schlafzimmer ist so lieblos. Ja, das stimmt auch total. Weil zum Beispiel auch das Bett gar nicht zu dem Schrank passt. Einfach nicht die 100.000 Millionen Euro, um uns jetzt, nur weil es nicht passt, eine neue Schlafgarnitur zu kaufen. Aber irgendwann, denke ich, wird es auch sein. Auch diese Ecke ist natürlich komplett lieblos. Ich habe es auch einfach nicht geschafft, mich damit auseinanderzusetzen. Ich wollte hier auch so eine Glasfolie haben, dass man nicht den Balkon sieht. Weil das ist auch so ein bisschen meine Abstellkammer. Und da oben ist, ach, geht gar nicht, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Die Ausgänge von der Klimaanlage, ja, was soll ich denn da jetzt machen? Soll ich das jetzt verkleiden und nach zwei Monaten ziehen wir hier wieder aus? Weil die Wohnung ist wirklich
Die ist uns zu klein ein bisschen. Ich glaube, wenn ihr Hamzas Zimmer sehen würdet, dann würdet ihr kreischend in eine Kettensäge laufen. So schlimm ist das. Ich bin so unordentlich, dass ich die Kissenbezüge nicht gefunden habe. Ich drehe am Rad. Ich bin manchmal ohne Scheiß ein bisschen überfordert und ich wünschte, ich hätte vielleicht so eine Putze oder so, die einmal die Woche kommt. Oh, das wär's ja. Das Essen war so schön. Ich habe mich so gefreut, dass sie mich ausfährt, ne? Hat natürlich nicht geklappt. Das war so klar. Immer wenn wir was vorhaben, kommt irgendwas dazwischen und dann klappt es wieder nicht. Irgendwie ist es doch klar, dass ich dann stinksauer bin, oder? Oder nicht? Weil ich habe halt mich darauf eingestellt. Ich habe nicht so viel gegessen. Ich hatte nichts zu essen zu Hause, weil wir ja abends essen gehen wollten. Völlige Enttäuschung wieder, war ja klar. Und wenn sich das dann aufbaucht, dann streitet man sich gerne auch mal, ne? Schön Beef miteinander, ich rede jetzt auch nicht mit ihm. Immer nur diese Annäherungsversuche dann, ne? Schatz, hat sich deine Nette. Nee, was redest du jetzt mit mir? Ich will jetzt nicht mit dir reden. Vom Wink bin ich nachtragend, ne? Manchmal bin ich doch ganz schön nachtragend. Es nervt mich einfach manchmal und... Ja, jetzt hat er gesagt, jetzt fahren wir morgen nach Sapanja. Und diese Wohnung... Ich fühle mich hier in dieser Wohnung, das ist ein ganz komisches Gefühl, diese Wohnung, die engt mich ein. Obwohl jetzt nicht von der Größe her, sondern die hat irgendwas Bedrückendes, diese Wohnung. Und ich fühle mich hier irgendwie nicht wohl. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich hoffe, wenn ich jetzt hier schnipse, sind wir in Sapanja. Ja, wir haben es in der Tat geschafft, heute hierher zu kommen. Gesehen, wir sind jetzt hier in Sapanja. Jetzt haben wir ein bisschen Hunger, weil... Seht ihr mich überhaupt nicht, ne? Na, wie soll denn das Auto da jetzt da durch passen, bitteschön? Das wird knapp, mein Schatz. Ja. Und das, liebe Leute, geht hier gar nicht. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn man unser schönes Land in allgemein... Überall auf der Welt gilt das, wenn man das einfach verdreckt. Nehmt euch doch eine Tüte und schmeißt doch euer scheiß Chicken-Deck in die Tüte rein. Oder hier, guck mal. Einfach auf den Boden geschmissen. Ich hasse sowas. Gib's doch extra Mülleimer für, meine Güte. Görüyorsun, çöp atışını bile çekiyorum yani. O kadar güzel çöp atıyor ki. Ne var burada? Sucuk ekmek, tavuk ekmek, tavuk ekmek. He. Was wollen wir denn essen? Licht aus. Sucuk. Ich mag sowas ja jetzt eigentlich gar nicht essen, aber naja. Noch größer ging es ja wohl nicht. Nach Sucuk essen sind wir jetzt ein bisschen zu uns gekommen, weil ich hatte echt Kohldampf. Weil mir war heute Morgen so ein bisschen schlecht auf der Autofahrt. Ich weiß nicht warum, ich musste mich erst übergeben. Ay, midem bulandı. Evet, Ebru, Ebru'nun yine midesi tuttu. Bizden bayağı uzaklaştı ama teknolojiden kaçamadı. So, da wären wir jetzt hier, Kartepe. Das Ding ist, hier ist jetzt natürlich kein Schnee. Erstmal gestritten, wer den Kuchen bezahlt, wahrscheinlich. Ebru, son bir tane ekler vardı, onu da ben yedim. İyi, afiyet olsun. Was hast du gekauft, Selig? Böğürtlen çikolata. Böğürtlen çikolata? Evet. Aa, lecker.
Bloß nicht zur Oma, ne? Bloß nicht zur Oma. Ja, warum bin ich? Toll machst du das, Hamza. Super. Richtig gut. Oh, oh. Hallo. Hast du Angst vor Oma gehabt? Hä? Komm mal in die Nähe. Das ist meine Oma. Und diese arme Schüssel, ne? Die Mutter von meinem Vater. Hallo Hamza, bist du bei Oma? Bist du bei Großoma? Das ist jetzt unser Kuchen. Gib noch ein bisschen Chai. Ich habe heute irgendwie nichts gegessen, weil ich alles wieder ausgespuckt habe. Aber da habe ich jetzt Hunger drauf und das werde ich jetzt essen. Was wird hier geguckt? Survivor. Ich würde sagen, ich beende jetzt den Mitblock und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und mir das nettes hinterlasst.